Genau. Wer bist du? Ich bin der Lukas Schiller, der Broker-Experte. Der was? Du hast Anmeldung gemacht bei mir wegen Geld verdienen. Ja, wie ist dein richtiger Name? Man hört, dass du kein Lukas bist. Willst du mich verarschen oder was? Bitte, was sagst du? Ich sag, wie ist dein richtiger Name? Man hört, dass du kein Lukas bist. Mein Name ist doch Lukas. Wieso? Ach komm, komm, wenn du Geschäfte mit mir machen willst, dann sei ehrlich zu mir. Mein Name ist Lukas, wieso soll ich jetzt lügen? Ich bin halb Österreicher. Ja, halb Österreicher, das hört man raus. Genau, und halb Pole. Ah, darum redest du wie ein Türke, das macht Sinn. Ich bin Türke? Würde ich jetzt schätzen. Alhamdulillah. Aus welchem Land kommst du denn? Kasachstan. Kasachstan? Ja, Kasachstan. Krass, Alter. Ja, ist voll krass, Alter. Und wie läuft heute? Hast du dich jemals mit Trading beschäftigt? Mit Dating? Ja, oft schon. Und wie ist es gelaufen? Mal waren die Weiber gut, mal waren sie nicht gut, aber nein, die richtigen waren noch nicht dabei. Nicht mit Online-Dating. Nicht Dating, Trading, Online-Handel. Ach so. Bitcoin, weißt du, was ist Bitcoin? Ja klar, aber das habe ich noch nicht gemacht. Das hast du noch nicht gemacht. Nee, du willst denn? Willst du das machen, mein Freund? Weiß ich nicht, was hast du anzubieten, Baratan? Es gibt ja gute Profite davon. Ich bin ein Broker, weißt du? Aha, was muss man da denn für eine Ausbildung für haben? Du hörst dich an, als wärst du 18. Entweder man macht eine Ausbildung oder man ist zu gut daran, dass die Unternehmen dich haben wollen. Das ist unterschiedlich. Aber wolltet ihr nicht irgendwie mal erst damit anfangen, euch ein anständiges Headset zu kaufen? Du hast so eine schlechte Tonqualität. Da überzeugst du doch niemanden mit. Ihr macht das alle völlig falsch. Weißt du, ihr ruft mit einer. Ja, ach komm, ihr macht das alle völlig falsch. Ihr ruft mit einem billigen Headset irgendwo aus der Türkei an, gebt euch deutsche Namen. Man hört, dass du keine 20 bist, du gibst dich als ausgebildeter Broker aus, aber kannst keinen Satz Deutsch sprechen, richtig. So klappt das nicht. So klappt das nicht mit Leute abzocken, Alter. Das müsst ihr besser machen. Das funktioniert so nicht. Wurdest du denn schon abgezockt oder was? Nee, ich bin der Abzocker. Du bist der Abzocker. Was machst du denn? Ich bin der Abzocker, ja. Ich lege auch Leute rein und werde mal anhören, wie andere das so machen. Aber ihr seid scheiße, Alter. Ihr müsst richtig sprechen, ihr müsst überzeugen, ihr müsst gutes Headset kaufen. Nein, komm, du hast einen Fake-Namen, Alter. Man hört, dass du kein Deutscher und kein Österreicher bist. Die Leute sind doch nicht dumm am Telefon. Doch, die anderen sind dumm. Die anderen checken das nicht. Checken die das wirklich nicht? Wie viele Leute schaffst du am Tag? Erzähl mal. Ah, das ist privat. Das kann ich leider nicht sagen, weil das Telefonat wird von jemandem abgehört. Ja, von mir ja auch. Ich darf nicht so viele Informationen geben. Weißt ach komm, legal, illegal, scheißegal. Das ist doch eh alles kriminell, oder? Von daher. Ja. Und sonst wie ist dein richtiger Name? Putin? Dimitri. Dimitri? Ja, Dimitri ist mein Name. Und dein Nachname? Putinov. Putinov. Warum steht hier Putin Budinov? Ha? Budinov ist mein Nachname. Ja, aber der Vorname hier steht Putin, wie der Wladimir Putin. Da weiß ich nicht, wer das da reingeschrieben hat. Mein Name ist Dimitri. Dimitri. Okay, Dimitri. Ich wollte immer diesen Namen haben, Dimitri. Ich mag diesen Namen. Ja, du kannst dir deinen Namen bei der Arbeit ja scheinbar frei aussuchen. Nenn dich doch einfach das nächste Mal Dimitri und sag, du kommst aus Griechenland. Vielleicht glauben die Leute das dann auch. Nein. Ja, komm, ernsthaft. Wenn die Leute dir glauben, dass du Lukas heißt, dann kannst du dich auch Dimitri nennen oder was weiß ich, Ahmed, ist doch völlig egal. Wie alt bist du? Ah, ich bin 36 und du? Du bist 18 oder so, ne? Nein. 26. Was? Und dann machst du so einen Scheiß, Alter. Geh dir doch richtige Arbeit suchen. Was machst du da? Ich verdiene hier besser. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann landest du im Knast, Alter. Meinst du? Ja, irgendwann kriegen sie euch, so wie ihr euch anstellt.
Na. Wie heißt eure Internetseite? Sag mal. Hier in Istanbul wird alles von der Polizei geregelt, weißt du? Ah, sind die auf eurer Seite? Ist egal, die Seite, weil du wirst eh nicht arbeiten. Ne? So, nein, die Polizei auf eurer Seite, meine ich, dass die mit euch... Willst du uns die Polizei schicken oder was? Nein, du hast gerade gesagt, die Polizei regelt. Sind das eure Kollegen, meine ich? Genau, genau. Ich mache doch selber die Bitcoin-Geschichten. Ich höre immer nur gerne mal, wie andere das machen. Also wenn du willst, ich hab in Antalya habe ich ein paar Kollegen, die könnten vielleicht bei euch arbeiten, die können richtig sprechen Deutsch und Englisch und Griechisch. Müssen wir mal Deal machen, da will ich aber Provision haben, wenn ich euch die bringe. Das ist ja nicht schlimm, ne? 5% von deren Abschlüssen für die ersten 3 Monate. Musst du mir mal deinen Chef geben, vielleicht können wir das irgendwie klar machen. Ich verkaufe euch auch gute Adressen von so scheiß Deutschen, die schon mal Geld gegeben haben. Weißt du, die kannst du dann anrufen und sagen, hier, ja, wir sind von der Finanzbehörde und sie haben ja Geld verloren. Und dann loggst du dich auf deren Computer und klaust denen noch das Online-Banking. Ich habe richtig gute Adressen zu verkaufen. Alter, du kennst das wirklich. Ich habe das früher gemacht. Wir machen das immer noch, weißt du, ich trage mich bei den anderen Seiten ein und gucke dann, ob ich Leute ans Telefon kriege, wo ich sage, ja, die sind richtig gut, die können für mich arbeiten, aber den anderen verkaufe ich dann Adressen von so dummen Deutschen, die man so gut verarschen kann, weißt du? Mhm. Aber bist du in Deutschland oder bist du in, Nein, in der Türkei? Alter, ich bin in Mongolei, Alter. Was machst du denn da? Ich wohne da. Kannst du in Deutschland kannst du das nicht machen, Alter. Die kriegen raus, wo du wohnst. Ja. Weißt du, die Deutschen, die kriegen nichts hin, aber die eine Telefonnummer checken, das können sie. Weißt du, so deutsche Nummer kannst du ja schnell machen, aber die kriegen dann ja auch raus, was du machst. Das funktioniert ein paar Wochen oder einen Monat, aber dann ist Arsch. Genau. Und das ist nicht gut. Ja, was meinst du? Ja, klar, Alter, ich mach das jetzt seit 5 Jahren mache ich das, Alter. Ich mach das so. Ich werde dich weiterhin auf meinem System lassen, ne? Und dann? Und dann rufe ich dich an, vielleicht treffen wir uns. Bist du der Chef da oder was? Nee, ich bin hier ein Angestellter, sage ich mal. Aber wirklich, ne? Ich spreche so mit dir, so ein gebrochenes Deutsch, aber ich kann auch Hochdeutsch und alles Mögliche. Ja, aber wenn du Hochdeutsch kannst, dann sprich doch auch Hochdeutsch, Alter. Das glaubt dir doch keiner, dass du Lukas heißt, Alter. Ohne Scheiße. Nee, ich spreche jetzt mit dir so, weil ich habe gleich Feierabend. Ich habe keine Lust, mich jetzt anzuschlagen, weißt du? Ja, okay, kann ich verstehen. Weißt du, zwei Gangster unter sich, da kann man ja offen reden. Aber, na gut, wenn jetzt gleich Feierabend ist, ist wahrscheinlich auch kein Chef mehr da, wo ich mit Adressen mal fragen könnte, oder? Nee, ich kann nicht. Aber gib mal meine Nummer, ich habe gute Adresse von alten, dummen Deutschen, die immer ihr Geld weggeben. So Hunde, so dumme. Eine Adresse, 1 Euro. Ist ein guter Deal. Sind alles Leute, die schon mal Geld einbezahlt haben. Mit schlechter Erfahrung. Richtig, und dann entweder rufst du an und sagst, ja, sie haben ja investiert, die haben alle 250 Euro eingezahlt, ne? Dann rufst du entweder an und sagst, ja, sind jetzt 1000 Euro geworden und wenn du jetzt nochmal 1000 Euro gibst, können wir 10.000 rausmachen, dann gehst du mit dem Geld weg. Oder du gehst auf diese Schiene, ja, wir wollen ihnen helfen, ihr Geld zurückzuholen, wir sind von Buffin oder von SciSec oder irgendwas. Dann gehst du bei denen auf Computer und hast du Online-Bank, PayPal, Amazon, Alter, Kreditkarte vielleicht noch und na, das sind alles so dumme, die kann man richtig schön verarschen. Ach, ey, du kennst dich richtig gut damit. Ja, natürlich, ich hab doch gesagt, wir machen das seit 5 Jahren hier. Wo machst du das? In welchem Staat? Hab ich doch gesagt, in Mongolei sind wir. In Mongolei machst du das. Ja, Ulaanbaatar ist Hauptstadt von Mongolia. Hier ist gut. Weißt du, selbst Nordkorea ist hier. Die haben hier so Restaurants und Botschaft und die machen hier auch ihre Deal. Weißt du, Polizei interessiert auch nicht. Die kriegen ein bisschen Bakschisch, ein bisschen, wie sagt man bei Deutschland, ein bisschen Trinkgeld und dann die gehen weiter und halten die Schnauze. Weißt du, der ist froh, wenn er kann. Ja, das ist ein böses Wort, weißt du, der. Weißt du, Polizei hier auch nicht. Die verdienen hier auch nicht viel. Weißt du, ist der Frau, wenn kann er nach Hause gehen und seine Frau einen Strauß Blumen mitbringen. Weißt du, wenn er Probleme macht, hat er Messer im Rücken. Hilft ihm auch nicht weiter. Darum lassen sie uns machen. Das stimmt. Das ist echt gut. Wie viele Mitarbeiter hast du? Wir sind 7. Bitte? 7 sind wir.
7 Mitarbeiter hast du? Na, wir sind Team, da gibt keine Chef. Weißt du, wir teilen alles, so wie bei Cosa Nostra, so ein bisschen. Krass, Alter. Ist ein guter Deal. Und wie lange macht ihr das schon? Ungefähr 6,5 Jahren oder so. Seit 6,5 Jahren? Aber dann müsst ihr euch mal richtige Headsets kaufen, Alter. Weißt du, ich sitze hier mit einem 600-Euro-Headset von Sennheiser, damit ich mich richtig gut anhöre bei den Kunden. Bei den Kunden, ich liebe dieses Wort. Bei den Opfern ist besser, oder? Bei den Opfern, ja. Wie viel schaffst du an einem guten Tag? Es kommt drauf an, ne? Es wird immer weitergeleitet. Ich mache hier was Kleines, dann wird er weitergeleitet, dann kommt er wieder zu mir, dann wieder weitergeleitet. Ah, das ist dieses Ding, du bist der, wir sagen bei uns immer, ja, einer ist der Account Manager und wenn die dann so dumm sind und reden wollen oder Geld geben, dann kommt der Finanzexperte und der Broker und die machen dann den Rest vom Gespräch und der andere macht ja, schon wieder genau. Die nächsten Calls fertig. Ja, und machst du, ja klar, wir machen Rotation bei uns. Wie ist das bei euch? Bist du auch mal der Experte oder machst du immer nur den Anfang? Ich mache den Experten normalerweise, aber manchmal, wenn ich sehe, dass der Account Manager nicht so gut kann, dann muss ich das von Anfang an übernehmen. Aber du hast mich jetzt ja direkt angerufen, da war ja gar kein Manager dazwischen. Ja, genau, ne, weil es gibt ja hier die Leads, die hier rüberkommen, ne, die sagen, okay, die sind gut, dann versuche ich direkt selber. Manchmal. Was meinst du denn, wann kann ich mit deinem Chef mal quatschen, wegen Adressen tauschen oder verkaufen und so? Weiß ich nicht, ich muss den privat fragen. Ach, ist er gar nicht da bei euch, oder? Er ist schon da, ne? Aber er nimmt direkt solche Sachen nicht an, er ist sehr vorsichtig. Ja klar, bin ich auch, darum mache ich das ja auf dem Weg. Weißt du, kannst dir nicht über erst ein E-Mail schreiben oder so, dann ist IP-Adresse da und alles. Darum trage ich mich bei den Leuten ein und wenn mich dann die Guten anrufen, sage ich, hey, wir sind eigentlich Kollegen. Na gut, eigentlich sind wir Konkurrenten, aber Adresse tauschen gibt so viele dumme Leute, da kann man auch mal hier anrufen, oder? Ja. Okay, mein Freund, ich habe gleich Feierabend. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ich werde mich auch. Übermorgen oder so bald melden, ja? Ja, aber dann gerne wieder so spät Abend, weil den ganzen Tag so bis um die Zeit, da geht es mit den Idioten eigentlich ganz gut. Dann können wir danach ein bisschen quatschen. Und hau mal deinen Chef an für mich. Sag hier mal, entweder Adresse, gute Adressen tauschen, dass wir mal 50 gegen 50 tauschen und mal gucken, was kommt da so. Oder halt mit Pesetas, mit Rubel, mit Euro, das wir verkaufen. Ich spreche ihn voraus mit denen, ich sage ihm vorher Bescheid, wenn er will, dann sage ich dir auch Bescheid. Ja, wenn nicht, dann sage ich dir trotzdem Bescheid, dass er nicht will. Klar, dann hat man mal nett gequatscht und vielleicht können wir mal ein bisschen... kann ich euch auch anbieten, wenn das bei euch so ein bisschen ist mit Schulung, weil, ey, Alter, du kannst dich nicht Lukas nennen. Ohne Scheiß. Na gut, du kannst das machen, aber ich glaube, die wenigsten Deutschen würden. Ich meine, ich bin scheiß Kasache. Ich merke, dass du kein Lukas bist. Dann merkt das auch ein Deutscher. Okay, wir hören uns wieder, ja? Ja, alles klar. Schönen Abend noch. Gute Geschäfte, ne? Ich dir. Danke schön. Bis dann. Ciao.